Ein bizarrer Garten Eden. Geboren aus dem Feuer der Erde. Aber Millionen wilder Tiere und spektakuläre Landschaften mitten im Herzen Ostafrikas. Doch dieses Wunderland hat dunkle Seiten. Ngorongoro ist ein Paradies auf Erden und zugleich die Hölle. Nahe der Kante des afrikanischen Grabens birgt Tansania einen unvergleichlichen Schatz. Ngorongoro, den größten Vulkankrater der Erde. Er ist Heimat und Rückzugsort für eine Vielzahl wildlebender Tiere. Die mehr als 600 Meter hohen Wände des Kraterrandes umschließen eine Fläche von 26.000 Hektar. Wie ein gigantisches Amphitheater, erschaffen von der Natur. Doch dieser paradiesische Lebensraum ist auch ein Gefängnis. In der Serengeti rund um den Krater vollzieht sich ein atemberaubendes Schauspiel. Die große Wanderung der Gnus. Am Lake Natron haben zwei Drittel aller Zwergflamingos der Erde ihr Zuhause. Sogar einige der ältesten Vertreter der Menschheit sollen aus dieser Region stammen. Doch wie ist dieser Lebensraum entstanden? Indem die Natur ihre beiden Gesichter so deutlich zeigt: ihre Großzügigkeit und Grausamkeit. Vor 20 Millionen Jahren bricht im Gebiet des heutigen Ostafrika plötzlich die Erdkruste auf. Zwei Erdplatten driften auseinander und reißen den großen afrikanischen Graben auf. 6000 Kilometer lang, 45 Kilometer in der Breite. Aus dem Inneren des Planeten schießt flüssiges Gestein an die Oberfläche, formt in heftigen Eruptionen riesige Vulkane. Sie türmen auch einen Berg auf, gegen den die Alpen winzig wirken, den Ngorongoro. Doch ebenso dramatisch verschwindet er auch wieder. Nach 3 Millionen Jahren bricht der Megavulkan in sich zusammen, zerstört von einem erneuten, gewaltigen Feuerstoß aus dem Herzen der Erde. Sein Kollaps hinterlässt ein Phänomen, das die Eingeborenen heute schlicht das große Loch nennen. 17 mal 19 Kilometer im Durchmesser und doppelt so tief wie der Bodensee. Der größte Krater der Erde.
Den afrikanischen Graben säumten einst 9 Feuer- und Lava-spuckende Vulkane. Doch nur einer von ihnen ist bis heute aktiv. Der Oldonyo Lengai, in Afrika verehrt als Berg Gottes. Noch immer bläst er in regelmäßigen Abständen Vulkanasche in die Atmosphäre, wie einst auch der Ngorongoro. Mineralreicher Staub düngt im weiten Umkreis die Landschaft. Die enthaltenen Nährstoffe sorgen für einen fruchtbaren Boden. Die üppige Vegetation zieht zahllose Tierarten an. Nirgendwo in Afrika leben etwa mehr Löwen pro Quadratkilometer als hier. Diese 60 Löwen haben sich in 4 Rudel aufgeteilt. Da ihre Beutetiere nicht aus dem Krater entkommen können, ist der Tisch für sie reich gedeckt. Doch auch die Räuber bleiben buchstäblich im goldenen Käfig gefangen. So wird im erbitterten Konkurrenzkampf auf begrenztem Territorium jeder der Feind des anderen. Ein Schakal will sein Glück versuchen. Aber der Löwe ist einige Nummern zu groß für ihn. Er muss sich ein anderes Opfer suchen oder geduldig abwarten. Schließlich zahlt sich seine Geduld aus. Auch für ihn fällt ein Stück der Beute ab. Und sogar die Löwen haben einen gefährlichen Gegner zu fürchten: Hyänen. Eine Mahlzeit zu finden ist zu mühsam, um sie sich von den Erzrivalen wieder abjagen zu lassen. Tausende Tüpfelhyänen durchstreifen Ngorongoro in ständigem Wettstreit um Futter und Reviere. Sie verfügen über kräftigere Kiefer als jedes andere Raubtier und setzen sie ein, sobald etwas Essbares in Reichweite gerät. Da sie die gleiche Beute wie Löwen bevorzugen, dienen ihnen die Waffen auch im Kampf. Ein Löwe wird jede Gelegenheit nutzen, eine Hyäne zu töten. Und auch die Hyäne zögert bei einem wehrlosen Löwenbaby keine Sekunde. Diesmal sind die Löwen in der Unterzahl und müssen die Mahlzeit ihren Gegnern überlassen. Bei dem immerwährenden Krieg der beiden Spezies geht es nicht allein ums Futter. Hyänen und Löwen sind gleichermaßen Gefangene des Kraters.
Ihr Schicksal als Jäger hängt daher von der Größe ihres Territoriums ab. Für das Überleben der Löwen jedoch sind die blutigen Revierkämpfe nur ein kritischer Faktor. Die nahezu unüberwindlichen Hänge schirmen die Population auch von Artgenossen außerhalb des Kraters ab. Da ihr Genpool somit fast kein frisches Blut mehr erhält, droht den Löwen ein ernstes Problem. Sie haben begonnen, sich durch Inzucht zu vermehren. Der Effekt dieser Isolation erreichte 1962 dramatische Ausmaße. In jenem Jahr brach über die Löwen in Gorongoro förmlich die Hölle herein. Ungewöhnlich starke Regenfälle brachten eine riesige Bremsenplage mit sich. Die aggressiven Insekten fielen über die Löwen her, ihre Stiche hinterließen eiternde Wunden. Schließlich erkrankten die meisten Löwen so sehr, dass sie nicht mehr jagen konnten. Mit verheerenden Folgen. Als die Regenfälle aufhörten und auch die Bremsen wieder verschwanden, waren von einst 70 Löwen fast 60 gestorben. Mit der Zeit erhöhte sich die Zahl der Tiere zwar wieder, doch als Folge der Inzucht schwächte sich ihr Immunsystem immer mehr. Ohne neue Löwen aus der Serengeti kann keine widerstandsfähige nächste Generation entstehen. Den Rudeln im Krater droht der Untergang. Als Raubtiere halten sie das Ökosystem von Gorongoro im Gleichgewicht. Ohne sie können Krankheiten auch den Fortbestand der Grasfresser gefährden. Außerhalb des Kraters haben die in Freiheit lebenden Löwen ein ganz anderes Problem. Es sind Menschen, die ihnen den Zugang zum vermeintlichen Garten Eden verwehren. Auf den fruchtbaren Ebenen rund um Gorongoro weidet das ganze Jahr über verlockende Beute. Die Löwen hätten mit den Kühen leichtes Spiel. Wären da nicht die Maasai. Sie bewachen die grasenden Herden mit 2 Meter langen, tödlichen Speeren. Die Männer schützen das Vieh nicht nur vor Angriffen von Löwen. Sie halten ihre Tiere auch streng von dem Krater fern. Löwen zu erlegen galt bei den Maasai einst als Männlichkeitsritual. Eine Tradition, die strenge Gesetze inzwischen verbieten. Wenn ihre Herden jedoch bedroht sind, ist das Töten des Angreifers ausdrücklich erlaubt. Und jeder Krieger ist bereit, das eigene Leben zum Schutz seiner Kühe zu riskieren. In der Maasai-Kultur ist Tapferkeit ein hohes Gut. Musik
So gilt es als Ehre, seinen Mut im Kampf gegen einen gefährlichen Räuber unter Beweis zu stellen. Die Männer tragen eine Gesichtsbemalung in rötlichem Ocker. Die Farbe steht für Krieg und Kraft. Das traditionelle Ritual des Springtanzes. Es soll das Durchhaltevermögen der Krieger veranschaulichen. Denn einen Löwen nur mit einem Speer zu erlegen, erfordert enorme Ausdauer. Zugleich empfehlen sich die Maasai-Männer damit ihren Auserwählten als Bräutigam. Häufig symbolisiert der Springtanz auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Aus einem Jungen wird ein reifer Mann. Oft erzählen die Lieder der Maasai Geschichten von Kriegen und spektakulären Viehdiebstählen. Die Löwen außerhalb des Kraters haben gelernt, den Maasai lieber aus dem Weg zu gehen. So bleiben sie jedoch potenziellen Geschlechtspartnern im Krater fern. Die grüne Oase rund um den Gorongoro gilt nicht nur für Wildtiere als ideales Weideland. Auch die Menschen wollen vom Reichtum der Natur profitieren. Der vulkanisch genährte Boden eignet sich hervorragend zum Ackerbau, etwa für Bananen. Die Felder strotzen förmlich vor Früchten und die Plantagen bringen jedes Jahr mehr als 1000 Tonnen Bananen hervor. Das Land um den Vulkan scheint für Menschen ebenfalls ein Garten Eden. Vor 2 Millionen Jahren entdeckten bereits unsere frühesten bekannten Vorfahren das Geheimnis jener Region. Welche Hinweise hinterließen sie über ihr Leben auf den Trümmern des Vulkans? Nur einen Steinwurf von Gorongoro entfernt, findet sich der vielleicht bedeutendste Ort in der Menschheitsgeschichte. Olduvai Gorge. Eine verlassene, unwirtliche Gegend. Und eine Fundgrube für Forscher. Ausgrabungen förderten in jüngster Zeit Unmengen primitiver Werkzeuge, Schädel und Knochenfragmente zutage, die fast 1,5 Millionen Jahre im trockenen Vulkanboden ruhten. Der Homo habilis, ein früher Jäger, dominierte für einen Zeitraum von mehr als 500.000 Jahren die gesamte Region. Doch die Funde belegen auch, dass er ganz plötzlich verschwand. Bis heute weiß niemand genau, was diesen frühen Menschen zustieß. Einer Theorie zufolge zogen sie fort, als der See in der Nähe des Kraters zu schrumpfen begann und schließlich austrocknete. Auch die meisten Tiere im Gebiet um Ngorongoro suchen ihre Reviere in der Nähe großer Wasserstellen. Dennoch ließ der Vulkan fruchtbares Land zurück, auf dem bis heute Menschen siedeln.
Vor etwa 200 Jahren kamen die Maasai aus Kenia und nahmen die ascherreichen Weidegründe rund um den Krater in Besitz. Sie vertrieben die bisherigen Bewohner und wurden sesshaft. Heute müssen sich die Maasai das Land nur noch mit tierischen Rivalen teilen, den Löwen. Mit den meisten anderen wilden Kreaturen leben die stolzen Viehhirten in friedlicher Nachbarschaft. Sie jagen nicht, sondern ernähren sich fast ausschließlich von ihren Herden. Die Tiere liefern ihnen Fleisch, Milch und Blut. Ein Maasai schießt einer Kuh einen Pfeil in die Halsschlagader. Das herausströmende Blut wird in einem Behälter aufgefangen. Die grausam wirkende Prozedur kann allmonatlich wiederholt werden, ohne der Kuh zu schaden. Das auf diese Weise gewonnene Blut enthält viele Proteine und stärkt das Immunsystem der Menschen. Damit ist es ein wertvolles Lebensmittel für die Entwicklung der Kinder und die furchtlosen Krieger. Die Herden an die richtigen Futterplätze zu führen, ist Aufgabe der männlichen Maasai und sie will gelernt sein. Denn die Rinder benötigen eine zehnfach höhere Salzmenge als Menschen. Glücklicherweise liefert die vulkanische Landschaft eine perfekte Lösung. Eine riesige Salzfläche, in der keine Pflanze überleben würde. Der nördliche Teil von Gorongoro gleicht einer Mondlandschaft, auf die der immer noch aktive Vulkan Oldonyolengai beständig Asche regnen lässt. Doch hier düngt sie das Land nicht, sie vergiftet es. Am deutlichsten zeigen sich die Folgen in einem seichten Salzsee. Ein extrem lebensfeindlicher Ort. Der Lake Natron gilt als einer der alkalischsten Seen der Erde. Der hohe Verdunstungsgrad lässt ihn an keiner Stelle tiefer als 2 Meter werden. Die Übersättigung mit Mineralsalzen macht sein Wasser bitter und ätzend. Ein toter See, den die meisten Tiere sorgsam meiden. Und trotzdem birgt er Leben. Nahe den heißen Quellen, die den See speisen, tummelt sich eine besondere Art von Buntbarschen. Und sogar die Maasai haben einen Weg gefunden, dem Lake Natron einen Schatz abzutrotzen. Seit Jahrtausenden gilt Salz für den Menschen als wertvolles Gut und bedeutende Handelsware. Die Maasai schlagen Brocken aus getrockneten Teilen des Sees und regulieren damit den Salzhaushalt ihrer Rinder.
Der hohe mineralische Gehalt lässt das Wasser häufig so stark spiegeln, dass Vögel geblendet werden und abstürzen. Millionen von Zwergflamingos versammeln sich am Lake Natron. Doch wie können sie hier überleben? Die Haut an ihren Beinen ist dick und lederartig. Das ätzende alkalische Wasser durchdringt sie nicht. Und die Flamingos ernähren sich von blaugrünen Algen. Einer der wenigen Organismen, die in dem Soda-See überleben. Ein System aus Filtern in den Schnäbeln der Vögel siebt die mikroskopisch kleinen Algen aus. Zudem halten sie die Köpfe beim Fressen gesenkt. Auf diese Weise gelangt das im Grunde tödliche Wasser nicht in ihren Hals. Dass die Tiere fast keinen Geschmackssinn haben, erweist sich an dieser Futterstelle als Vorteil. So gefährlich der See für Lebewesen sein mag, für die Zwergflamingos ist er Existenzgrundlage. Drei Viertel ihrer weltweiten Population brütet genau hier. An dem See wissen sie sich in Sicherheit. Nur wenige Feinde wagen sich in seine schlammigen Uferregionen. Für den Flamingo-Nachwuchs ist Lake Natron eine krisenfeste Kinderstube. Die Jungvögel tragen noch ein vergleichsweise tristes Federkleid. Das rosa Gefieder entwickelt sich erst durch das rote Pigment in den Algen. Doch dazu braucht es Zeit. Wenn die Nahrungsbestände abnehmen, verlassen die Flamingos Lake Natron. Vorübergehend. Die Schwärme pendeln permanent zwischen verschiedenen Salzseen am afrikanischen Graben hin und her und geben den Algen so jeweils ausreichend Zeit, sich zu regenerieren. In den anderen Seen der Region ist das Wasser längst nicht so ätzend wie im Lake Natron. Die Maasai haben gelernt, ihre geringere Salzkonzentration zu nutzen, zur natürlichen Desinfektion. Die Männer baden ihre Ziegen und Rinder in den Seen und schützen sie damit vor Parasiten. Auch am Lake Magadi, dem Sodasee innerhalb des Kraters, machen die Flamingos regelmäßig Station. Die Vögel gehen dabei ein hohes Risiko ein. Am Lake Magadi stellt das nur schwach alkalische Wasser für Feinde kein ernstes Hindernis dar. Hungrige Jäger schleichen aufmerksam am seichten Ufer entlang. Sie suchen nach einzelnen Vögeln am Rande der Schwärme. Goldschakale sind zu klein, um größere Tiere selbst zu erlegen. Ein Flamingo ist jedoch leichte Beute für sie. Allerdings haben auch andere Schakale die Beute bereits gewittert.
Während die Angreifer ihre Rivalen abwehren, unternimmt der Flamingo einen verzweifelten Fluchtversuch. Aber seine Verletzungen haben ihn bereits zu sehr geschwächt. Sein Schicksal ist besiegelt. Nordwestlich des Kraters beginnt die scheinbar endlose Weite der Serengeti. Als der Ngorongoro vor 3 Millionen Jahren implodierte, prägte er auch das Gesicht dieser Landschaft. Spätere Ausbrüche des Oldonyo-Lengai haben die fast baumlose Ebene weiter mit Asche bedeckt. Durch Feuchtigkeit wird der aschehaltige Boden hart wie Beton. In diesem Untergrund kann kein Baum Wurzeln schlagen. Doch in den oberen, nährstoffreichen Schichten wächst Gras. Es bedeckt fast den gesamten Südosten der Serengeti. Die ausgedehnten Grünflächen bieten die Lebensgrundlage für mehr als 2 Millionen Tiere. Im November, nach der kurzen Regenzeit im Süden der Serengeti, zieht es tausende Grasfresser an diese Weidegründe und in das Hochland des Ngorongoro. Die Tiere sind permanent unterwegs, immer auf der Suche nach Futter und Wasser. Und die Jäger folgen ihnen auf Schritt und Tritt. Eines der gewaltigsten Naturschauspiele der Erde. Nirgendwo anders erreicht die Migration derart monumentale Dimensionen. Schließlich wird das Gras wieder knapp. Erneut ziehen riesige Herden dem Regen hinterher. Der alljährliche Trek vom Süden in den Norden. Und wieder zurück. Millionen von Tieren begeben sich auf die 3000 Kilometer weite Wanderung. Es ist eine beschwerliche Reise und viele erreichen niemals ihr Ziel. Mehr als 250.000 Tiere sterben während des Marsches, weil sie sich unterwegs verletzt haben oder einfach am Ende ihrer Kräfte sind. Andere werden in der schutzlosen Ebene von Raubtieren getötet. Die Löwen, Hyänen, Leoparden und Geparden fordern ihren Tribut. Die erfahrenen Jäger haben es nicht schwer. Nach der Wurfzeit trotten auch tausende unerfahrene Jungtiere mit der großen Herde. Die Löwenrudel haben die Serengeti in streng bewachte Reviere unter sich aufgeteilt. Wenn die wandernden Herden in ihr Territorium gelangen, beginnt für die Räuber ein großes Schlachtfest. Das Getöse von Millionen Hufen signalisiert unüberhörbar den Auftakt zur Jagd. Gierig erwartet das Löwenrudel die Ankunft des Festmahls.
Diese beiden Löwinnen sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam isolieren sie ihr Opfer von den anderen Tieren. Doch für die Jagd müssen sie ihre eigenen Jungen alleine lassen. Sorgsam versteckt im hohen Gras. Für Schakale, Hyänen, Leoparden, Adler und Schlangen sind Löwenbabys eine Delikatesse. Die meisten von ihnen werden nicht einmal 2 Jahre alt. Aber die Löwenmütter haben keine Wahl. Um ihre Kinder zu ernähren, müssen sie auf die Jagd gehen. Die Jäger haben ein Beutetier ausgewählt und schleichen sich an. Die Mütter ahnen nicht, dass ihre Jungen in Lebensgefahr schweben. Eine Gruppe von Hyänen hat die kleinen Löwen entdeckt. Sie zu erbeuten, wird nicht schwierig sein. Die Löwinnen sind weit entfernt und völlig auf ihr Zielobjekt konzentriert. Aber dann erspähen die Hyänen ein noch leichteres Opfer und ändern ihren Plan. Die Bande hat ein junges Gnu erbeutet. Sein Tod rettet den Löwenbabys diesmal das Leben. Inzwischen scheinen die Löwinnen bei ihrer Jagd fast am Ziel. Die Zebras wissen, schon ein kurzer, unkonzentrierter Moment kann den Tod bedeuten. Um zu überleben, müssen sie ihren Weg schnell fortsetzen. Für die meisten Bewohner des Ngorongoro-Kraters hingegen ist jeder Fluchtversuch aussichtslos. Die Tiere sind in einem von der Natur geschaffenen Gehege eingeschlossen. Die Ränder des zerstörten Vulkans schirmen sie wie eine Festung von der Außenwelt ab. Sie und ihre Todfeinde. Für die meisten Tiere eine schicksalhafte Lage. Sicher kann sich nur fühlen, wer für die Kiefer der Räuber zu groß geraten ist. Wie die Elefantenbullen. Der massige Körper und ihre enormen Kräfte machen sie für Löwen und Hyänen unangreifbar. Nur die Elefantenkühe mit ihren Jungen müssen auf der Hut sein. Eine Vielzahl von Räubern hat ihren Nachwuchs ständig im Visier. Für diese alten Bullen ist das saftige Grasland im Schutz der Kraterwände ein komfortabler Ruhesitz. In Ngorongoro leben einige der größten Elefantenbullen von ganz Afrika.
Und während die Maasai-Krieger Löwen am Zutritt und Verlassen des Kraters hindern, dürfen die Bullen problemlos passieren. Zur Paarungszeit müssen sie die Sicherheit des goldenen Käfigs aufgeben, um in der Freiheit auf Brautschau zu gehen. Auf den eingeäscherten Trümmern eines gigantischen Vulkans ist ein außergewöhnlicher Lebensraum entstanden. Für Tiere und Menschen. Doch er birgt zugleich einige der lebensfeindlichsten Orte der Erde. In den fruchtbaren Ebenen der Serengeti schenkt die Natur ständig neues Leben. Doch genauso verlässlich lauert an vielen Stellen der plötzliche Tod. Und Existenz bedeutet permanenten Kampf gegen die angriffsbereiten Nachbarn. Die über ganz Ngorongoro verstreuten Soda-Seen bieten vielen Kreaturen Zuflucht. Wenn auch nicht allen. Der riesige Krater bedeutet Schutz und zugleich Gefangenschaft. Ngorongoro kann jeden Tag aufs Neue beides sein. Die Hölle und ein Paradies.